Sie sind in Neugeimsbüttel angekommen und stehen neben der Straßenkreuzung vor der ehemaligen Gastwirtschaft mit Viehwaage. Über das ehemalige Geimsbüttel sind Sie durch das Video informiert. Nun möchte ich Ihnen noch einige Informationen über die heutige Gemeinde Geimsbüttel geben. Wie Ihnen schon bekannt ist, war die ehemalige Hallig Geimsbüttel im 13. Jahrhundert ein sehr bedeutender Salzproduzent. Da die Salzsiederei mit Hilfe des damals reichlich vorhandenen Torfs erfolgte, vernichteten die Bewohner der Hallig durch den Torfabbau ihren eigenen Lebensraum und damit ihre eigenen Lebensgrundlagen. Mit der Eindeichung der Dagebüller Bucht und der Entstehung der Köge veränderte sich daher die Wirtschaftsstruktur. In den Mittelpunkt trat die Landwirtschaft. Die fruchtbaren Böden in den Kögen bescherten den wenigen Großbauern überdurchschnittliche Erträge und infolge erheblichen Reichtum. Der größere Teil der Bevölkerung war in der Landwirtschaft oder im Handwerk beschäftigt und lebte in Armut. Heute spielt die Landwirtschaft für die 611 Einwohner Geimsbüttels nur noch eine nachgeordnete Rolle. Im Mittelpunkt stehen die Einkünfte aus erneuerbarer Energie, insbesondere der Windkraft. Mit der Familie Jessen, Pionieren in der Nutzung der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne, begann der Ausbau der Windenergie in den Kögen der Gemeinde. Heute sind durch das vorbildliche Konzept der Bürgerbeteiligung an den Windenergieanlagen in dieser Gemeinde fast alle Einwohner Gesellschafter mit in der Regel auskömmlichen jährlichen Gewinnbeteiligungen. Die finanzielle Lage der Gemeinde ist gut, wie die Ausstattung des Ortsmittelpunktes Neugeimsbüttel mit dem neuen Gemeindehaus und der Feuerwehr sowie der Wegebau belegen. Hinter Ihnen steht die St. Galluskirche, zu der ich Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen möchte. Bei der Eindeichung des alten Christian Albrecht Koks war der Bau einer eigenen Kirche geplant worden. Aber erst 1742 wurde ein Bauplatz ausgewiesen. Doch der Bau verzögerte sich immer weiter. Stattdessen wurde 1749 eine kostspielige neue Kirche auf der Hallig Geimsbüttel errichtet, die bedingt durch die Landverluste bereits 1800 wieder abgerissen werden musste. Danach hatte Geimsbüttel fast 90 Jahre lang keine eigene Kirche mehr. Die Einwohner nahmen daher an dem Gemeindeleben in den benachbarten Kirchspielen Emmelsbüttel, Dagebüll oder Detzbüttel teil. Erst nachdem Schleswig-Holstein preußisch geworden war, mussten sich die Bewohner der Köge entscheiden, ob sie eine eigene Kirche bauen oder sich einer anderen Gemeinde anschließen wollten. Daraufhin schlossen sich 1876 die Einwohner der beiden Christian-Albrecht-Köge, des nördlichen Teils des Kleiseer-Koks und des Marien-Koks zur neuen Kirchengemeinde Geimsbüttel zusammen. Die St. Galluskirche wurde 1891 von Heinrich Moldenschad errichtet und erhielt den Namen der früheren Kirche auf der Hallig Geimsbüttel. Dem Betrachter bietet die in neugotischem Backsteinstil gehaltene Kirche ein in sich geschlossenes Erscheinungsbild, da der Großteil des Inventars aus der Erbauungszeit stammt. Der ornamentale Sgraffitoputz ist einmalig in Nordeuropa. Aus der alten Halligkirche stammt nur noch der Kronleuchter. Die für den geplanten Neubau der Halligkirche gespendete hölzerne Taufe mit Taufdeckel und das von dem damaligen Pastor Amters gestiftete Taufbecken der alten Halligkirche wurden der St. Nilskirche in Westerland überlassen. Der mittelalterliche Taufstein aus Granit gehörte ursprünglich der Rickelsbörder Kirche. Die Orgel wurde im Jahre 1891 von Markussen und Sohn gebaut und in das Interieur integriert. Sie ist romantisch gestimmt und verfügt über 9 Register auf einem Manual und Pedal. Der 38 Meter hohe Westturm ist weithin sichtbar. Er wurde 1954 an drei Seiten mit einer neuen Verblendung versehen. Die ursprüngliche Bauausführung ist noch sehr gut auf der Turmrückseite zu sehen. In ihm befindet sich eine mechanische Turmuhr sowie zwei Bronzeglocken, die 1957 von der Glockengießerei Rinker gegossen wurden. An der Turmrückseite hängt dazu noch eine Stundenglocke. Erst 1982 wurde die Geimsbüttler Gemeinde Mitglied der Nordelbischen Kirche. 2012 schlossen sich die Gemeinden Geimsbüttel und Emmelsbüttel zu einer neuen Gemeinde zusammen. So, das sollte an Informationen zur Gemeinde Geimsbüttel zunächst reichen. Setzen Sie nun bitte Ihre Tour in Richtung Dagebüll fort. Wir hören wieder voneinander.